Donnerstag, 14 Uhr, Woche nach der EM in Utrecht. Fällt mir auf, ah shit, du hast doch einen Vlog gemacht, du hast doch gar nicht geschnitten. Den schneide ich jetzt. Ich gucke mir mal an, was wir am Wochenende gemacht haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Hallo YouTube, AdSense hier. Willkommen zu dem neuen Vlog auf diesem Kanal mit der alten Kamera, weil ich Bock dazu habe. Und zwar, wir fahren jetzt nach Utrecht und jetzt nach Action, kurz vor 7 im Büro. Die drei Jungs machen Booster auf. Warum? Weil AJ gesoffen hat. Nein, habe ich gar nicht. Und verpennt. Nee, aber ich hatte gestern keine Zeit mehr, weil ich für euch das Tagesgeschäft gemacht habe bis 19 Uhr. Und Klomaterial ist ja die Frage der Zeit. Und er braucht drei, er braucht drei, er hat schon zwei, braucht noch eins. Und wer braucht noch welche? Ach, keine Ahnung. Ihr macht auf, ich filme. Ha. Nee, ich habe gerade auch für die Jungs Karten zusammengesucht. Und dann geht es gleich los nach Utrecht und wegen mir über eine Stunde Verspätung. Und warum nochmal? Ich glaube, Frühstück geht auf mich. Warum haben wir nicht? Also, na, weil ich es verpennt habe. Ich kann halt nicht 5:30 Uhr aufstehen. Warum hast du länger geschlafen? Gab es dann Auslöser? Oder? Na, ich bin erst um 4 ins Bett. Und was hast du bis um 4 gemacht? Ich hatte meinen Spaß des Lebens. Ach, guck mal, das ging nicht. Ja! Nee, gut. Ja, alles gut. Ich hätte noch nie gesehen. Ich bin die, glaube ich, nicht. Was würde da... Da kannst du wieder einen Quaken drüber legen, wenn ich immer sage, dass du was. Also, es geht nach Utrecht, Europameisterschaft 2019 und ich helfe den Jungs jetzt nicht mehr. Kurz vor 10 sind wir immer noch auf der Autobahn. Halt irgendwas anderes mit der Wiedergeburt. Und ja, sind ein bisschen spät losgekommen, teilweise wegen mir, teilweise weil ich den Bus öffnen, teilweise weil die T-Shirts vergessen wurden. Aber ja, lag alles auf dem Weg. Und ja, jetzt haben wir Enrico überredet, dass er doch keinen Southern Dragon vorspielt, sondern eher wieder Heroes. Und basteln seit über einer Stunde an der Deckung. Und ja. Chris fährt, wie immer. Ja, ganz chillig. Ciao. Auch wieder herrlich, dass du dabei bist. Er berät gerade noch. Und wir haben vor allem richtig geile. Vor allem alle keine Ahnung von dem Video. Falsch, na. Jo. Hier, Enrico. Also. Es geht nach Utrecht, wir sind unterwegs. Zum 8. Playoffs laufen schon. Gucken wir uns gerade nach vorne an. Joshua führt 1-0. Das ist noch Top 8, oder? Und wir sitzen im Stau. So ein bisschen. Es ist heute zwar noch, aber seit einer ganzen Weile. Ah ja. Jetzt müsste es gleich wieder laufen. Wir sind mittlerweile in Utrecht angekommen. Wollten jetzt das Verfahren so ein 8-Mann-K.O.-Event noch mitmachen. Und Sigma testen, bevor wir uns anmelden. Jetzt spielen die beiden gegeneinander und jetzt spiele ich gegen den. Da bin ich jetzt mal draußen im Außenbereich. Ja, direkt gegen Enricos Hero Deck verloren in den Publics, was ich gerade mit gezockt habe. Zweiten Spiel hat er dann gegen Baumann auch verloren. Der spielt jetzt im Finale. Mal gucken, ob er es noch schafft. Ich habe mir jetzt ein Käffchen geholt und habe unterwegs jemanden hier getroffen. Ein altes Gesicht, was ich schon ewig kenne. Ich habe gerade erfahren, er ist im gleichen Jahrgang wie ich und ist hier Public Event Manager auf der YCS in, wo sind wir? Wir sind auf der Europameisterschaft in Utrecht. So verpeilt bin ich schon, ich muss endlich schlafen. Ach ja, Felix Möder. Prost. Möder. Public Event Manager. Ja. Also großes Tier hier. Felix, magst du den Zuschauern erzählen, was dein Aufgabenfeld ist? Ja, ich schaue mir im Voraus die Public Event Schedule an. Gucke, was man eigentlich so verbessern kann, was man machen kann. Dieses ganze Price-Ticket-System, da habe ich ein bisschen meine Finger mit im Spiel gehabt und hoffe, dass es unterm Strich für die Spieler halt besser ist als nach der alten Regelung, wo man halt fixe Winner-Mats hatte als Preis vor allem, als 8-Mann-K.O.-Turniere. So, und jetzt kann man halt Tickets sammeln und dafür halt nicht nur Matten, sondern auch anderes cooles Zeug holen. So. Also das neue System gefällt mir auch sehr doll. Ich habe sonst nie Publix mitgespielt, weil ich dachte, ist alles ein bisschen teuer, aber mittlerweile hat das für mich ein gutes System und ich denke mal, das kommt auch gut an. Also die Tische sind ja jetzt schon voll. Du wirst wahrscheinlich am Sonntag am meisten zu tun haben. Ja, definitiv. Wenn dann die ganzen Leute aus dem Main Event raus sind, also die meisten, ja, genau. Dann geht es ja weiter, weil die grinden ja richtig durch und wollen ja noch eine Giant Card mitnehmen und so. Ja. Das fällt gerade auf, da hast gerade den Hut auf. Ja, ich habe den ja gerade in deinem Rucksack gesehen und da konnte ich nicht widerstehen. Er hat gerade Pause, ist gerade kein Offizieller hier. Nee, ich quatsche mal gerne mit ihm. Er war ja auch in Amerika, in Atlanta, wo wir waren. Da haben wir uns auch schon öfters mal unterhalten und ein Käffchen getrunken. Ja,
Und wie lange musst du heute noch machen? Ja, bis Schluss, ne? So bis 19 Uhr ist die Halle offen. Ja. Da soll die Voranmeldung dann auch dicht machen heute. Ja. Und dann 20 Uhr seid ihr hier raus vielleicht? Ja, genau. Dann haben wir noch ein Stuff-Essen. Genau, das Stadtstelle. Richtig. Und dann geht's auch wieder zurück ins Hotel. Cool. Danke für das spontane kleine Interview. Klar. Habt ihr mal einen kleinen Inside-Blick, was auf so einem Turnier auch abgeht. Nicht nur das Main-Event, sondern die ganzen Publics müssen halt auch organisiert werden. Ja, das spielt Public-Events mit Price-Tickets, da gibt es geile Preise. Genau. Giant-Cards, Uncut-Sheets, Socken. Es gibt Socken? Was ist denn das? Ist das ein Millennium? Das ist Millennium. Ah, alles klar. Krass. Die habe ich mir verdient, als die YCS Düsseldorf 2 quasi announced wurde und ich dann die Location, das Hilton dafür gefunden hatte. Da, nochmal große Leistung. Das ist der Mann, warum es YCS 2 gab. aber... Ich durfte es nicht approven, aber cool. Stecken ein paar mehr Leute hinter, aber... Ja, sicher. Das ist, ihr seid ja ein Team aus 50, 60 Leuten. Reicht das? Hier auf jeden Fall mehr. Mehr. Aber klar, so ein 2800-Mann-Event, wie Düsseldorf dann insgesamt war, stecken schon ein paar Leute hinter. So, und ich beende hier meine Pause, gehe mal wieder rein, sag mal dem einen oder anderen noch Hallo, wünsche unserem K auch noch viel Glück. Der hat, glaube ich, gerade sein erstes Spiel gewonnen und spielt jetzt Top 4 bei den Indianapolis Points Playoffs oder so. World Qualifier Points. Genau. Bracket. Irgendwie so. Irgendwas. Genau. Dann hoffentlich schafft er es. Ja, also K ist mein Favorit, da habe ich Bock zu, dass er das macht. Muss, glaube ich, gegen Yoshi spielen. Habe ich so erfahren. Das, also davon kriege ich nichts mit. Adrian hat deine erste Runde rausgehauen. Aber es wäre natürlich geil, wenn Berliner Spieler bei der Weltmeisterschaft in Berlin mitspielt. So, ne? Also, kann er einfach mit der Ringbahn fahren so, und das bezahlen lassen. Und ja, gut, das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ich meine, kann man das einfach nicht umschreiben? Bei der WM. Geht das nicht? Dass man dann sagt, okay, ihr habt da keine Kosten, ich wohne hier, macht das bitte für die nächste YCS. Also, nachfragen kann man bestimmt so. Ich meine, was hat man zu verlieren, wenn man nachfragt? Aber ich meine, auch selbst die Weltmeisterschaft in der eigenen Stadt ist schon geil. Da ist die ganze Fanbase hinter dir. Und na, das ist, also K, du machst das. Ja. Wir glauben an dich. Einen schönen guten Morgen, Leute, hier aus Utrecht. Europameisterschaft 2019. Wir sind frisch wach. Wir waren gestern nach unserer Anmeldung alle durch. KFC, so Jui-typisch Abendbrot essen. War mega cool. Hat mir Spaß gemacht, mit den Jungs uns zu befressen. Dann kam so unsere CC, Crisis Core Rituale, mit Typico, wer geht wie. Da machen wir ja immer so einen kleinen Wettkampf, dass wir schätzen, wie alt wir so gehen. Mega schönes Hotel, Kingston Residence, kann ich nur empfehlen. Danach haben wir die Würfelarena gestartet, wo wir dann wieder alle ein bisschen... Ach, es ist einfach schön mit CC, weil das ist halt... Weißt du, wir haben jetzt endlich unseren Teamschutz, den wir lange haben wollten, aber halt ohne Sponsoren, weil wir einfach... Ja, wir wollen einfach zeigen, wir sind ein Team, eine Gemeinschaft, die zusammen reisen möchte. Na, erster, die anderen noch nicht da. Also können wir mal zum Auto gucken. Jo, auf jeden Fall war es ein cooler Freitag. Schönstes Wetter hier in Utrecht. Die Sonne ballert schon wieder von oben, aber es ist angenehm kühl trotzdem noch. Nicht solche stickend Wärme wie Mitte der Woche in Halle. Ah ja, die Jungs sind schon am Auto. Gut, dann geht's jetzt los. Europameisterschaft 2019. Wir sind motiviert. Ich glaube, wir sind alle spätestens 0 Uhr im Bett gewesen. Haben also 9 Stunden geschlafen. Jetzt fahren wir zur Loka und gucken mal, wen wir noch Hallo sagen können, wen wir gestern vergessen haben oder wer erst heute angekommen ist. Und dann gucken wir mal, ob das Turnier genauso schnell abläuft wie die DM in Bochum vor einem Monat. Das war ja mega schnell. Ja, dann haben wir vielleicht heute Abend noch was, wo wir lecker essen gehen können. Ja, ich bin jetzt hier in der Halle bei meinem neuen spanischen Team. Ich saß dann der spanische Meister. Sie haben noch einen Phoenix für mich. Oh, thank you, thank you. Und das sind die Spanier. Team. What's up? Team NCG. And Gibraltar as well. Ja. Gibraltar. Und die Spanier und die Deutschen aus dem Team sind dabei. Und ja, ich denke mal, jetzt fängt Runde 1 gleich an. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen Aston Jens, das Bananateam müssen wir gut vertreten. Runde 2 ist vorbei, Leute. Das war gerade ein Spiel, ey. Also erste Runde habe ich erstmal gegen Pende gewonnen. Das war ganz cool, das war ganz einfach. Er hatte halt irgendwie nicht dran gedacht, dass man Troll Knockbird im Trickster spielen könnte. Und er sucht sich was und halt nach dem Misthof kam dann Winkination. Er hat nichts, Knockbird hat nichts, ganze Hand weg. 1-0. Und zweites Spiel, ja, erste Runde gewinnt er, obwohl ich anfangen darf gegen Salamanquade. Zweite Runde gewinne ich dann noch irgendwie. Dann haben wir noch 4 Minuten bis zum Timeout.
und ich dachte, oh, na, er darf anfangen, wird eng, wenn er da irgendwie dieses Vieh hat, was ihm 2000 plus gibt, wo Chris letztes Mal Top 64 auf der DM verloren hat. Und er hat es aber so gespielt, dass ich nochmal dran kam, konnte wahrscheinlich nicht darauf gehen. Dann war ich halt dran, ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich hatte Pankratops und Emily, er hatte zwei Set und den 1-8er. Ich dachte, naja, was machst du? Und ich habe Battleface angesagt, Emily gemacht. Ich hätte einfach den Pankratops noch specialen sollen, einfach für 800 Schaden. Und im Endeffekt hätte ich ihn auch wegtributen können, um End of Battleface nach Emily zu zünden, wenn er irgendwie einen Rage hat oder wie es heißt, was die Karte zerstören könnte bei Salamucrate. Ja. Letztendlich, ich konnte keinen Schaden machen, er konnte keinen Schaden machen, Tor. Aber ich hatte halt die Chance, das noch zu gewinnen. Man hat die Chance nicht genutzt, das war ziemlich doof von mir. Naja, jetzt ein Sieg, ein Schwor. Gehen wir mal in Runde 3. Makara im Japiano. Aber dich treffe ich hier irgendwo in Utrecht. Hi! Und Manyman? Nee, raus. Also morgen ja, Mega Original. Ich auch. Raus, aber morgen mal gucken. Ist morgen um 10 Uhr oder bis später? Nee. Ich spiele nicht mit Mittwoch wahrscheinlich. Ich werde ausschlafen und frühstücken. Alles klar. Gut. Ich dachte, ich kann dich mal so sneaky erwischen. Ich muss jetzt auch erstmal Zeit. Bis später, schönen Abend noch. Der nächste ist auch hier. Ja? Ist das hier gerade Treffen oder was? Alle hier? Ja, hier sind alle, ne? Hier sind 90%. Einen schönen guten Morgen hier aus Utrecht. Sonntag. Europameisterschaft ist für mich vorbei. Ich habe gestern keine Motivation mehr gehabt, irgendwas aufzunehmen über meinen Turnierverlauf. Einfach nur aus dem Grund, es lief nicht. Also ich hatte einige Spiele, die bis zum Timeout gingen. Habe auch zwei Timeouts komplett versemmelt. Habe dann anstatt wirklich ein bisschen Schaden zu machen mit Pankratops nicht angegriffen, dann wurde es ein Tor. War total dumm. Ich hätte das gewinnen müssen und gegen Ende habe ich dann noch einen Thunder Drain abbekommen, schlechtes Matchup, auch verloren. Hab vorletzte Runde, glaube ich, an Tisch 700 gespielt, also fast als der letzten Tische. Nee, also EM 2019 war für mich nicht gut. Das spiegelt halt wieder, dass ich nicht aktiv spiele und die 3-4 Dinger, die ich im Jahr mitmache, reichen da nicht aus, um kompetitiv oben mitzuspielen. Aber Tao ist mit zu 2 noch drin und Kuhn mit zu 3. Die hasse noch Tag 2 jetzt durch und kämpfen noch für einen Typico-Sieg. Ich bin eigentlich gut motiviert, habe wieder viel geschlafen. Werd wahrscheinlich jetzt eine Mega Regional mitspielen, muss dafür noch Decks schreiben. Und dann gibt es ja noch die YouTuber, die auch einige Videos noch drehen wollen. Vielleicht schaffen wir das ja heute mal. In Bochum hat es ja leider nicht geklappt, ne Maurice? Erste Runde Mega Regional fing gerade an. Ich habe leider verloren. Wieder gegen Thunderdrang. Das ist echt so ein schlechtes Matchup mit Trickster gemeint. Also zum Glück kann ich die meinen. Und er hat keine Outs, wenn er Sackers Light spielt in First Turn. Deswegen auch erste Runde gewonnen. Zweite Runde ganz knapp hat er dann noch gewonnen. Ich habe mich danach dreimal zurückgekämpft, aber es ging irgendwie doch nicht klar, obwohl ich einen Superpoli hatte. Hab dann überlegt, ja, was spielt er jetzt? Wirklich Thunderdrang? Weil ich hatte im ersten Spiel nur die Crusadia gesehen und die Dragons. Und hab dann trotzdem Lanciers gewollt, das war gut. Im dritten war es ganz komisch. Also wir hatten eine Nachfrage wegen der Spielregelung, ob er mit seinem Synchro mein Venom Fusion Dragon negieren kann, um dann den Effekt im Friedhof zu negieren. Das war dann nicht so der Fall, also wurden alle seine gespecialten Monster zerstört. Er konnte sein Kolossus aber halten, hat er halt beschützt. Und ja, wir haben durch die Sache 2 Minuten Time Extension bekommen. Damit hatte ich ja noch nie wirklich was zu tun mit einer Time Extension. Und dann wurde Time ausgerufen, er hatte mir 1300 Schaden gemacht mit einem Danger. Ich dachte, ja gut, das ist dein Spiel, kann ich nichts mehr machen. Ich habe keine Engine-Karte gezogen im dritten Spiel, das war das Gruseligste. Hatte nur noch eine Mine liegen und mehr nicht. Dann habe ich halt unterschrieben, dann meinte er nach dem Unterschreiben, ja, wir hatten noch 2 Minuten, wir haben noch Time Extension bekommen. Er hätte nach 2 Minuten was aufziehen können, ja. Also es war dann halt blöd, dass der aus Dänemark, eigentlich mag ich die Dänen, aber er war ein bisschen komisch, dass er dann, nachdem ich unterschrieben habe, gesagt hat, ja, du hättest doch 2 Minuten gehabt. Okay. Also ich sehe schon, ich bin nicht mehr so richtig im Turniergeschehen drin. Ich habe gar keinen Plan von irgendwelchen Sachen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser spielen können. Und ich habe dann auch irgendwie so gedacht, naja, gut, was hättest du ziehen können? Vielleicht eine Terraforming oder Candina oder so. Aber er hat mir seine Hand gezeigt und hat dann noch eine Ash auf der Hand. Da wäre ich jetzt auch nicht ins Spiel gekommen. Also hätte das wahrscheinlich auch nichts geändert. Also hat er verdient gewonnen, am Ende doch. Kann ich damit leben. Jo, wir spielen 6 Runden, also das heißt, eine 4-2 müsste reichen für EM-Quali 2019. Mal gucken, ich zocke weiter, ich bin noch guter Dinge. Das Deck ist eigentlich ganz okay, ich kann es zocken, wenn ich mich konzentriere, wenn ich nicht irgendwie andere Sachen im Kopf habe. Und dann gehen wir mal weiter in Runde 2. Geht schnell vorbei, 4-2, 10 Modell-Specs gab es. Das Thema Video für ihn. Ich glaube,
bei den beiden kommt das. 1000 Kameras hier. Oh, ja. Kamerasäppchen. Gut, wir haben hier noch unseren Spaß, da geht es auch gleich zurück. Wir haben es nämlich schon nach 15 Uhr oder so. Puh, wir müssen noch 6 Stunden fahren. Ich melde mich, wenn wir unterwegs sind. Ja, da ist der Buzzer. Ich würde gleich, sowas informieren gegen die Ente beim Buzzern, aber ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Gut, legen wir mal los. Ja, das war dann unsere EM in Utrecht 2019. War mega cool. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken. Ich hatte wunderbare Tage mit euch. Im Hotel war es lustig, mit CC war es cool, auf dem Event war es cool. Wir haben auch Tokens gemacht. Die kann ich jetzt vielleicht auch noch einblenden, wenn ich davon noch Fotos mache. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, mal wieder mit Retro alter Kamera. Ich gebe es zu, die DJI Osmo Pocket habe ich noch nicht wirklich unter Kontrolle. Das dauert noch, ehe ich da richtig coole Videos für euch machen kann. Oder allgemein für alle, für mich, für euch. Lasst ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das nächste Vlog-mäßige wäre erst in Gent. Das ist mir aber zu lange hin. Diese Woche habe ich es nicht geschafft, einen Wochenvlog zu machen, weil wir halt nach Utrecht einiges aufzuarbeiten hatten. Monatsbesprechung mit meinem Team und dies und das. Und ich denke auch nächste Woche könnte es soweit sein, dass ich mal wieder einen Wochenvlog mache. Das bietet sich auch an, Bells of Legend released und da kann man ein bisschen was aufnehmen, denke ich mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Deckprofil von Tom Kleine Gräber, Platz 69 der EM, habe ich auch gerade noch entdeckt. Das hätte ich schon längst mal bearbeiten können, hätte ich ein bisschen Zeit für YouTube investiert. Das kommt noch irgendwie heute Morgen online. Brauche ja auch die Erlaubnis von LCG, dass ich das direkt hochladen darf. Und ja, das war's an dieser Stelle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Jens.